Assalamu alaikum, liebe Freunde des gepflegten Spiels von Odyssey im Auftrag des Königs in Varant, unter Assassinen und Nomaden. Ich bin auf dem Weg zu Alis Räuber, zu Alis Sippe und dank eurer Eintragungen und hilfreichen Texte werde ich mal in die Richtung da fetzen. Und zwar war ich nämlich schon bei Ali und habe einige seiner Mannen so im Schlaf überrascht. Das ist aber ganz viele Folgen her und das müsste eigentlich hinter diesen Zipfelspitzen sein, da irgendwie da mein Kopf irgendwo da hinten versteckt. Da werde ich aber nochmal gucken und mich mal hier durchbeißen und ich schalte mich dann wieder ein, wenn da was passieren sollte oder ich bei Alis Lager ankomme, ist doch logisch, ne? Also bis dahin. Ah, hier befinden wir uns auf dem Schlachtfeld. Da, wo es noch einige, das ist auch wieder zig Folgen her, wo es noch was zu erledigen gibt. Da müsste ich irgendwelche untoten Leutchen vernichten. Schlafe ich eine Runde und mach das mal eben, oder? Na, schauen wir mal. Denn in dem Logbuch steht, nicht die Taste, die Taste. Die Geister der Toten auf einem alten Schlachtfeld in den Bergen. Zwischen dem Belia-Turm und dem Pass von Ishtar gehen die Geister erschlagener Krieger um. Malik ist bereit, mir 500 Goldstücke zu bezahlen, wenn ich dafür sorge, dass die Geister ihre letzte Ruhe finden. Er warnte mich aber, da die Geister wohl nicht so leicht zu bezwingen wären. Ich kann sie nur mit mächtigen Zaubern besiegen, an die ich allerdings schlecht ranzukommen habe. Also an die schlecht ranzukommen sind. Aber mal sehen, vielleicht werde ich ja in den Städten fündig. Die Geister sind im Übrigen nur nachts zu sehen. Ich sollte daher erst um Mitternacht das alte Schlachtfeld aufsuchen. Das Schlachtfeld wird wahrscheinlich zwischen dem Belia-Turm und Alis Wüstenräuber liegen. Das ist auch wieder ein Hinweis dafür, dass wir hier bei Alis Wüstenräuber in der Nähe sind. Aber wie schon auch da geschrieben, das wird schwierig werden, weil ich brauche wahrscheinlich bestimmt Special Zauber, also Special Magic. Ja, dann begeben wir weiter bis zu Alis Schlachtfeld. Schlachtfeld-Sippe. Ja, ich befinde mich jetzt kurz vor Alis Camp und dann auch mal. Ja, das müsste es sein. Wird natürlich jetzt übelst werden. Schauen wir mal eben hier. Einige müssten ja schon tot sein. Ja, da liegen sie nämlich. Gut, dann werde ich mal sicherheitshalber meinen Bogen mal gepflegt mit einem Feuerpfeil bewaffnen und schau mal, wer hier noch so alle sein Unwesen treibt. Also mindestens Ali. Ali. Wo ist er? Okay. Da hinten ist er. Oh, da ist er noch einer. Oh, nee. Da muss ich mal eben kurz Deckung nehmen. Apropos Deckung, das ist genau das gleiche, was mir jemand vorgeschlagen hat, wenn ich später bei der Brücke bin. Da werde ich später noch auf eingehen. Ist er jetzt hier reingegangen? Ja, der ist hier reingegangen. So. Schnell, mach schnell, damit ich hier diesen Ali mal. Oh, der ist gut, 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 der ist leider viel zu gut in der Defensive, in der Offensive, in der Kampfstrategie ist der Ali. Oh, der sieht doch richtig gut aus. Jetzt sieht er nicht mal gut aus. Herrlich, das waren nämlich noch zwei, die ich vergessen hatte. Schauen wir mal, was er im Inventar hat. Ein Ali-Bogen. So Pfeile, gebratene Fleiße, Wasser, Wein und ein Heilkraut und ansonsten nichts Besonderes. Eschenbogen und ein Degen. Dann der andere hier. Das ist der ganz normale Wüstenräuber, hat auch Eschenbogen. Ah, die haben Eschenbögen. Was hast du denn da unten? Goldbrogge. Ja. Das sieht doch gut aus. Dann werden wir uns mal wieder aufrappeln und abspeichern. Und bei der Gelegenheit auch nochmal das Elixier der Geschicklichkeit schlucken, die ich in der letzten Folge gemacht habe. Und dann habe ich auch wieder die Musikbox angestellt. Musikbox. Ja, nicht zu plündern. Haben wir. Nicht zu holen. Auch nichts zu holen. Gut. Habe ich sie denn jetzt alle durch oder müssten ja alle umgekommen sein beziehungsweise umkommenst? Nicht zu holen. Auch nix. Okidoki. Ich halte selber noch mal alle Zelte abgrasen. Hier noch irgendwie einer rumlungert.
Nein, tut hier auch keiner mehr. Oh, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Oh, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Oh, mal speichern. Jawohl, dann wollen wir uns mal so ein bisschen heranpirschen. Würde ich mal sagen. Können wir ihn ja von hinten erledigen. Oder hat Augen im Kopf hinten. Man weiß es nicht. Oh, sehr schön. Sehr schön. Schon wieder ein Asser. Na los, der ist aber wendig hier. So, Adis Wüstenräuber, erledigt, so wie es aussieht. Und hier gibt es auch noch einiges zu holen. Herrlich. So, Nomadenschwert, dann gucken wir doch mal ins Loggiboggi. Und zwar hier, Adis Wüstenräuber. Adis Bande ist besiegt, am besten teile ich dies Seil so bald wie möglich mit. Das machen wir dann auch mal. Ja, einen kleinen Umschwung mal wieder, weil ich mich vergessen habe, mich umzuziehen, bevor ich nach Seid mich teleportiert habe. Ja, ich weiß, immer wieder doof. Oh, hier gibt es noch ein paar Fälle zu holen. Sehr gut. War ich denn hier nicht schon drin? Warum liegen denn die Fälle da? Gibt es hier eventuell noch Säcke Mehl? Nein, gibt es nicht. Ja, 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 ja. Okay, dann wird es das hier wohl gewesen sein. Okay, ja natürlich, sonst wäre die Quest ja nicht jetzt nicht abgeschlossen. Und zwar Logbuch. Alice Wüstenräuber ist besiegt, am besten teile ich das seit. Ja, das haben wir doch eben schon gehabt. Warum gehe ich da nicht sofort hin, nachdem ich mich mal ganz schnell wieder umgezogen habe in einer friedlichen, leichten Nomadenrüstung? So, jetzt aber. Oh, he is sad. Nee, er ist Seid. Um ihm die frohe Kunde verkünden. Alis Sippe wird euch nicht mehr bedrohen. Ist das wahr? Dann danke ich dir. Du hast sehr viel für uns getan. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Mercurius hatte mir mal diesen wertvollen Trank gebraut. Doch habe ich ihn nie gebraucht. Nimm du ihn daher. Aha. So, erstmal gucken, was das für ein besonderer Trank ist. Fällt der. Oh, der fällt auf, ne? Elixier der Schatterke. Ja, nehmen wir, ne? So, schön, Stärke plus 3. Ja, Seid, dann fragen wir nochmal ab, ob er mir jetzt vertraut. Denn dann haben wir ja noch bei Tamara noch einen Stein im Brett. Vertraust du mir? Nun, du hast meine Tochter Tamara gefunden. Gleichzeitig hast du uns mehrere Waffenbündel besorgt. Damit hast du uns schon sehr geholfen. Du hast dafür gesorgt, dass wir von Alis Sippe nicht mehr belästigt werden. Und das ist etwas, was wir dir nie vergessen werden. Danke nochmals dafür. Du hast die Panther getötet. Unsere Herde kann dadurch wieder sicher weiden. Du hast die Greifen getötet. Unsere Ziegen werden jetzt wieder sicher weiden können. Mäh. Du hast dich bei Kamal dafür eingesetzt, dass Ruslan seine Tochter heiraten kann. Ruslan hat daher eine hohe Meinung von dir. Er vertraut dir. Mein Vertrauen hast du jedenfalls. Du hast viel für uns getan. Meine Männer haben großen Respekt vor dir. Ich halte dich für einen großen Krieger. Wenn du unsere Hilfe brauchst, dann sage mir einfach Bescheid. Bescheid? Nein, verkaufe mir eine schwere Nomadenrüstung, 3000 Gold. Ich kann mich um die Assassinen an der Küste kümmern. Hilfst du mir jetzt, Amana zu erobern? Das zeigt mir Umgang mit Bogen, Sprengpfeile und Sprengbolzen herstellen. Ja, hatte ich mal ganz entfernt von einem lieben Zuschauer, der sich jetzt bestimmt angesprochen fühlt. Natürlich ist es jemand vom Odyssey-Mod-Team, bin ich mir fast sicher. Er hat gesagt, das auf jeden Fall lernen. So, jetzt habe ich ja Feuerpfeile hergestellt. Aber ich schätze mal, dass ich noch ein bisschen was... Zeige mir, wie ich Sprengpfeile und Sprengbolzen herstellen kann. Für die Herstellung von Sprengpfeilen und Sprengbolzen benötigst du Schwarzpulver. Schwarzpulver besteht aus Schwefel, Salpeter und Holzkohle. Am besten kaufst du Schwarzpulver von einem Alchemisten, da es sehr mühselig wäre, jede Zutat zu suchen. Befestige einen kleinen Beutel mit diesem Pulver an deine Pfeile und Bolzen und entzünde diese. Warte aber nicht zu lange damit, diese abzuschießen. Sonst fliegen dir die Dinger um die Ohren. Besser als Sprengpfeile sind allerdings Magiepfeile. Doch davon habe ich keine Ahnung. Okay. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich bei ihm... Aber noch alles hier. Zeig mir Umgang mit dem Bogen. Meisterschütze lernen 3.
Das ist doch kein Geheimnis mehr. Also das ist ja wirklich ein Meistermensch. Ich will erstmal abspeichern. Wegen Tamara, ich speichere erstmal ab. So, was habe ich denn an Kohle? 4590. Also da kann ich natürlich die Rüstung kaufen. Könnte ich? So, 3000 Jolt. Ich kann mich um die Assassinen an der Küste kümmern, aber wichtig ist, Meisterschütze lernen. Plus 15 Damage. Zeige mir, wie ich Meisterschütze werden kann. Wenn du in einem Kampf mit Räubern, Untoten oder dämonischen Geschöpfen verwickelt bist, kann ein guter Schuss dein Leben retten. Benutze beim Zielen Bogen und Pfeil zur Hilfe. Je nach Entfernung solltest du die Pfeilstellung ändern. Lerne die Entfernung zum Ziel gut einzuschätzen und ziele über die Pfeilspitze, die genau ins Ziel zeigen sollte. Wenn du das gelernt hast, wirst du schon bald ein richtiger Meisterschütze werden. Okay, dann eine schwere Nomadenrüstung. Die nehme ich auch mit. Verkaufe mir eine schwere Nomadenrüstung. Gut, für 3000 Goldstücke gehört sie dir. Perfekt. Ich will wissen, was jetzt mit Tamara los ist. Wegen Tamara. Vertraust du mir jetzt? Ja. Gehe zu Tamara und frage sie, ob sie noch das Halsband ihrer Mutter trägt. Hä? Mir geht es aber doch darum, dass sie mir Vertrauen schenkt. Eben. Frage sie einfach und du wirst sehen, was geschieht. Das ist ja cool. Ich kann mich um die Assassinen an der Küste kümmern. Du willst uns tatsächlich helfen? Aber warum? Weil die Assassinen genauso meine Feinde wie die euren sind. Verstehe. Doch leider können wir dich bei deinem Vorhaben nicht unterstützen. Es gibt hier noch andere Gegner, die uns jederzeit überfallen können. Darum kann ich zumindest jetzt hier keinen Mann entbehren. Nicht schlimm. Ich werde mit dem Feind schon alleine fertig. Gut. Dann möge Adanus mit dir sein. Yep. Ansonsten, zeig mir den Umgang mit dem Bogen, da kann ich jetzt, ja. Hilfst du mir jetzt, Amana zu erobern? Nein, das haben wir ja schon vorher gefragt. Gucken wir mal die Questgeschichten an. Erstmal, was hier ist. Gucken wir als erstes mal erfüllte Missionen an, ob wir da was haben. Vertrauen der Nomaden. Ich habe genug Vertrauen bei Said und seinen Nomaden bekommen. Alis Wüstenräuber ist jetzt erledigt. Waffenbündel, Audienz bei Belazar und so weiter. Und dann gehen wir nochmal hier, Küstenwache. Salz Nomaden würden gerne wieder an die Küste fischen wollen. Das ist doch schön. Solange die Assassinen Zugang zum Meer kontrollieren, ist es nicht möglich. Ich habe Said versprochen, um das Problem zu kümmern. Das bedeutet, dass ich gegen die Assassinen und Korsaren in Patara kämpfen muss. Ich denke mal, dass ich diese Assassinen beseitigen kann, ohne große Probleme in den anderen Städten zu bekommen. Aha. Ich muss nur darauf Acht geben, dass Abdul mich nicht vorher vor Gericht stellt. In diesem Fall wird sich meine Tat in ganz Warant herumsprechen. Böse Falle. Böse Falle, Leute. Dann gucken wir mal, was wir hier denn für eine schwere Nomadenrüstung bekommen haben. Hier, da ist sie. Schwere Nomadenrüstung. 110, 110, 20, 25. Im Vergleich zur Assassinenrüstung. Okay. Schutz vor Waffen, Pfeilen sind sie gleich. Gut. Ich glaube, die ziehe ich dann auch an. Er sollte lieber den Mund halten. Weil kommt ja gleich hier nach der Paladin-Rüstung, nach der Ritterrüstung. Und ich war der Meinung, ich habe noch auf dem Weg hierhin. Oh, sorry. Auf dem Weg hierhin irgend noch so ein Tal gesehen. Nicht jetzt das Wüstenschlachtfeldtal da, sondern irgendwie in dieser Richtung war noch was. Da wollte ich dich doch noch. Wie bitte? Was ist mit dem los? Nö. Der hat immer noch geisteskranke Einstellung. Bleib stehen, du Lump. Ja, ja. Das war vom letzten Mal. Also irgendwo hier in der Richtung, da war noch irgendwie was. Da schalte ich mich aber wieder hin. Da brauche ich gar nicht großartig umschalten. Hier sind Bluthunde. Oder beziehungsweise ein Bluthund. Mal gucken. Nehmen wir mal. Der Schwedge. Oh, der kommt gleich angerannt, der blutende Hund. Jetzt blutet er nicht mehr. Gucken wir gleich weiter. Ob hier noch mehr sind.
Weil ab und zu kommt das auch mal vor. Ja, das ist da hinten mit der Statue, da. Der großen Statue von dem alten Volk. Kann nämlich sein, so Bluthunde irgendwie mal so noch irgendwie mal vereinzelt auftauchen. Die irgendwie im Kampf irgendwo runtergefallen sind. Das ist. Aber nach dem Neuladen müssten die eigentlich wieder neu gespawnt werden. Also hier ist nichts mehr. Okidoki. Kannst dann wieder deine Stäbchen einstecken. Also, wie schon gesagt, ich werde nochmal da ein unerforschtes Gebiet nochmal erforschen. Hier, und zwar hier, da wo die komischen, lustigen, schrägen Pfähle da drin sind. So mich ein bisschen an Star Trek erinnern. Das unentdeckte Land, der Teil. Da war nämlich auch noch was. Das habe ich hier alles hier abgegrast, das weiß ich. Aber da hinten ging es noch irgendwie weiter. Und müsste hier um die Ecke gewesen sein, wo ich mich nicht hingetraut habe, dank meiner geistigen Notiz, ich aber trotzdem noch gemerkt habe, dass wir hier, ich sag mal hier, so Greifen haben. Okay. Oh, immer unter die Schenkel durch. Bitte schön in die Schenkel rein. Okay. Oh, okay, ich weiß, die machen nicht so viel Damage, aber was soll's? Dann nehmen wir trotzdem welche hier mit. Zack. Noch ein paar Greife. Hallo? Da ist auch noch einer. Der scheint mir näher. Ja, okay, dann mache ich die halt eben im Off. Dich nehmen wir auch hier ein bisschen näher. Die Chance zu vergrößern, einen sicheren Treffer oder sichere Treffer zu erlangen. So, dann schauen wir mal ganz genau hin. Gibt es hier irgendwo ein Erker, eine Höhle? Nein. Aber hier geht es oben hoch. Bevor ich da oben hochgehe, machen wir mal hier eine lustige Speicherung. Da fällt mir ein, wir gucken nur noch mal hier auf unser Potenzbogen. Einhändermeister, Zweihänderkämpfer, Bogenschütze, Armbrust. Jetzt muss ich mal gucken, Scharfschütze nicht, aber Schütze des Meisters irgendwie gelernt. Wo ist denn das? Hier steht Scharfschütze 66%. Mhm. Dann gucken wir doch noch mal ins Logbucheintrag unter allgemeine Infos. Da, was da steht... Genau, und zwar unter Kampf- und Jagdtalente. So, seit der Anführer der Nomaden im Gebiet von Ashtot kann mir beibringen, wie ich Meisterschütze werden kann und so meine Fernwaffen besser gegen menschliche und dämonische Gegner sowie Untote, aha, einsetzen kann. Das bedeutet, dass ich diese Gegner pro Schuss mit 15 zusätzlichen Schaden erhalten. Allerdings benötige ich hierfür mindestens 90 Geschick, außerdem muss ich das Talent Wildjäger beherrschen. Okay, und dann heißt es, ich habe jetzt Meisterschütze gelernt und bin jetzt in der Lage, menschlichen und dämonischen Gegner wie auch Untoten mit Bogen und Armbrust mehr Schaden zuzufügen. Yeah. So, in the mix. Jetzt gucken wir mal hier vorsichtig, sorry, vorsichtig weiter. Und hier mal gucken, ob das da nichts irgendwie auflauert da oben, ne? Oh, who are you? This is a Pantera. Panther. Und da ist noch ein Panther. Oh, und da ist noch was. Ein Wüsten-Golemstein. Wüsten-Golemstein, Golem. Wüsten-Golemstein. Oh, gute Geschichte. Wen nehme ich denn als erstes? Nehme ich dich hier? Den Meisterschütze hier. Ja, okay. Machen wir mal einen Waffenwechsel. Ich habe gesagt, Waffenwechsel. Mann, oh Mann. Immer wenn ich blocke, ich will eigentlich zurücklaufen, aber dann blocke ich zu schnell und dann bleibt er stehen und dann haut mir der Panther einen auf die Mütze. Sehr schön. So, muss man, da ist so ein steiniger Golem. Haben wir hier noch was? Muss man, nee? Okay, dann nehmen wir dich mal hier vor. Ah, toll. Ja, ich weiß, Ring der Geschwindigkeit. Ah,
wieder geblockt und... aber das ist doch zu verkraften. Okay, ein bisschen hat er mich geschwächt. Okay, hier oben geht's noch weiter. Hier geht's zu so einer Brücke. Da würde ich sagen, dann nehmen wir mal so als Zwischensnack unseren Wüstenstein-Golem. Und zwar, indem wir uns natürlich wieder mal umbewaffnen. Wie zum Beispiel den Sturmknecht und die Golem-Schutzrüstung. Dabei werde ich darauf achten, dass ich den Geschwindigkeitsring mal wieder an- ausziehe. Sorry. Und natürlich speichere, ne? So, ich weiß, das kostet mir ein bisschen Wärme, beziehungsweise... So. Patsch, 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 patsch. Fertig gehauen. Aber nicht hauen, doch. So, das war jetzt erstmal das. Ja, fix umziehen. Zwar diese leichte, nee, die schwere hier. Damit wir ein bisschen geschützt sind und gucken mal, ob wir hier in der Nähe noch irgendwas Auffälliges finden. Nein, okay. Wenn wir hier mal weiter hochgehen. Ich kann mir nicht der... Ja, aha. Okay. Des Eindrucks erwehren, dass hier noch mehrere... Ja, da ist doch so ein... Da sind noch mehr solche Steingulis. Hm, speichern. Und umziehen. Okay. Zwei sind da. Oh, da kommt schon einer. Okay. So, immer berghoch. Hauen. Ah. Okay. Gut. Oh, hol aus. Ah, jetzt. Fast. Ja, das war's. Voll auf die Oma. So, okay, ich bin noch nicht. Ist hier noch was? Sieht ziemlich so komisch rum. Okay, da ist nichts. Da ist noch einer. Kurz speichern. Das unentdeckte Land. Ah ja, okay. So, wenn der mich hier runterschlagen würde. Deswegen werden wir mal gleich hier in die Defensive gehen. Oh! Das war mal wieder krass knallhart. So, da hier oben geht's weiter. Ja, 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 ja. Hier oben. Kann natürlich sein, dass noch mehr kommen. Lass mich dann noch refreshen irgendwann mal, aber ich will mich noch nicht umziehen nachher. Ist nämlich... Ja, Schwede. Die Verbindung hier. Ja. Aha. Tolle Nummer. So war das also. Mhm. Ja, wer konnte denn noch ahnen, dass auch dieser unsichtbare Golem so eine Tarnvorrichtung hat, wie bei den Klingonen? Wohl diesmal nicht. Oh. Oh, schwing die Keule, Roland. Wunderbar. Okay. Keule geschwungen. Sehr gut. Jetzt noch weiter hoch. Speichern mal. So, gucken wir mal. Oh, gleißende heiße Sonne. Also Pfad der Steingolems. Oh. Und sie führen zu mehreren Steingolems. Ich sag mal, es wieder gar nicht. Oh Gott, drei Stückens. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Mhm. Gucken wir mal, wer hier... Okay, du kommst schon mal an. Das ist gut. Okay. Daneben gehauen. Und bitte jetzt mal... Uffe Omme. Hey, der verfolgt mich sogar hier. Seine Schieferplatten springen schon ab hier unten auf dem Boden. Es sehen aus wie Schieferplatten. Herrlich. Super.
So, schauen wir mal. Da sind ja noch zwei, glaube ich. Nee, nur einer. Nee, zwei. Aha, okay. Gut, jump mal runter hier. Machen wir das hier an der gleichen Stelle. Zack, zack. Ah, er dreht sich mit. Kann ich also keinen Hinterrückstreffer landen. Ah, okay. Oder so. Fertig. Zip, zip, zip. Sollst du mal da hochklettern, bitte sehr? Kann das sein, dass da eine Truhe ist mit unten mit irgendwelchen Intarsien? Intarsien. Zack. So. Ah! Shit! Jetzt hat meine Dings nicht geholfen, meiner Strategie. Siehst du? Ist doch doof. Aber gleich aus dem Stand heraus sofort draufknüppeln. Und, ja. Ah, der ist aber hartnäckig hier, der Bursche. So, wunderbar. Was haben wir denn hier alles zu tun? Eine Truhe gibt's hier nur. Okay, bevor wir die knacken, werde ich mich mal heilen. Dann gucken wir mal, was können wir denn hier eventuell herausholen. Okay. 20 Watt ungeschliffene Amethysten. Mein Gott, muss ich denn noch hier so einen Goldschmied irgendwie hier holen, damit er die schleifen kann? Oder ich muss die später die Fähigkeit erlernen, so ist. So habe ich das irgendwie mitgekriegt, dass man da was schleifen kann irgendwann mal. Man liest ja auch das Forum mit, ne? Okay, es geht noch weiter hoch. Ah, ich habe eine Idee. Ich glaube, wir kommen, wir sind ja hier in der richtigen Richtung des Belia-Turms. Und es gibt wieder Sterne da oben. Das könnte der Durchgang sein. Und ja, genau richtig. Da ist genau richtig. Das ist hier der Belia-Turm. Und da haben wir nochmal so Nomaden drin. Und die hatte ich ja schon besucht gehabt. Ja, was machen wir dann? Erstmal abspeichern und dann, glaube ich, wieder nach Uga zurück, ne? Schwupps, doch bevor wir das machen, um nach Uga zu fetzen und Taramara zu besuchen, umgezogen. Ach ja, schauen wir mal. Diese Rinder. So, Taramara ist ja abends immer so an einem ganz speziellen Punkt. Ich kann ja auch nochmal gucken. Ich könnte mit dem Wirt hier nochmal eine Runde würfeln oder mit dem einen da. Ich kann ja nochmal gucken, ob sie sich draußen da noch bewegt. Manchmal läuft die nämlich auch draußen rum, und zwar hier in der Gegend. Aber so wie das aussieht, wohl eher nicht. Wegen, ja, schön. Taramara, ja, da werde ich zu Taramara da in diesen einen, zu diesem einen Häuschen gehen. War, glaube ich, mitten in der Nacht, da ist sie dann da auch. So, das ist das Haus von Taramara Maus. Gucken, ob sie noch da liegen. Nein, liegen sie nicht. Leg ich mich mal hier in ihr Bettchen. So, und dann sagen wir mal bis zum nächsten Abend, bis ich mach mal Mitternacht. Da müssten sie sein. Da kommen sie. Ja, da ist sie. Da ist sie. Da liegen sie. Taramara Maus, hast du noch die Kette oben von der Mutter? Verdammt, was ist los? Ich habe mit Zeit gesprochen. Und? Sollst du mir etwas von meinem Vater ausrichten? Ja. Er fragt dich, ob du noch immer das Halsband deiner Mutter trägst. Ja, ich trage es. Jetzt sehe ich, dass du unser Freund bist. Das heißt, Nein. Du vertraust mir jetzt? Ja, das tue ich, Fremder. Na endlich, ich will den entflohenen Sklaven helfen. Bevor ich da gucke, habe ich ja noch ein paar Questeinträge. Das wollen wir mal nach und nach mal abarbeiten. So, gucken wir erstmal, was nochmal genau war. Und zwar wichtig für die Nomaden. Gibt es noch einen Absatz? Da es vielleicht notwendig sein wird, Ashdod zu erobern, wäre es von Vorteil, das Vertrauen der Nomaden zu erwerben. Ich sollte aber erst an eine Eroberung der Assassinenstadt denken, wenn ich die Geheimnisse im Tempel von Ashdod gelüftet habe oder keine Möglichkeit mehr habe, meine Mission ohne Gewalt zu erreichen. Okay, das ist auch schon mal. Da war aber noch was mit wichtig, der Weg des Assassinen. Dort, weil Assassinen, nee, das war es nicht. Dann war es dann wahrscheinlich wichtig, Orks und Varant. Nein, da war noch was mit wichtig. Wahrscheinlich Ashdod. Ja, da ist es.
Torres wimmelt mich ab. Genau, da war noch was mit Torres. Aber das ist hier auch noch wichtig. Tamara vertraut mir. Vielleicht kann ich, wenn ich zu Tartaron darf, noch ein paar wichtige Dinge von ihr erfahren. So, und da war irgendwas mit Tartaron. Mal gucken hier. Tartaron. Exactement. Audienz bei Tartaron. Tamara vertraut mir. Vielleicht kann ich, wenn ich zu Tartaron darf, noch ein paar wichtige Dinge von ihr erfahren. Okay. Doppelt hält besser. Ja, Tamarachen. Dann, Ich will den entflohenen Sklaven helfen. Das willst du wirklich tun? Adanos möge dich segnen. Brauchst du meine Hilfe dafür? Ja. Ja, die Sklaven wollen zu einem Nomadenlager fliehen, das sich hier in den Bergen befindet. Ich verstehe dich nicht. Du kennst doch bereits das Lager meines Vaters. Es soll sich um ein anderes Lager handeln, das hinter der großen Oase zu finden ist. Dann wird es vielleicht ein Jagdlager unseres Stammes sein. Weißt du, wo dieses sein könnte? Du bist gut. Woher soll ich denn wissen, wo unsere Leute überall jagen? Glaubst du vielleicht, ich bin Hellseherin oder was? Nein, natürlich nicht. Aber der Sklave Pete will mir nicht verraten, wo das Lager ist. Ach, Pete weiß, wo das Lager ist. Und warum will er es dir nicht verraten? Er traut mir nicht. Aber er traut mir. Und wenn er mir traut, dann traut er auch dir. Pass auf. Gehe zu ihm hin und sage Folgendes. Die Königin der Wüste sendet mich zu dir. Die Königin der Wüste? Wer soll denn bitteschön das sein? Na, wer schon? Ich bin natürlich damit gemeint. Von Poesie hast du anscheinend keine Ahnung, was? Poesie? Was ist denn das? Ach, vergiss es. Geh zu Pete und teile ihm einfach mit, was ich dir gesagt habe. Herrlich. Herrlich. Es wäre schwierig. Okay, sie hat auch noch einen Ring. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, Pete, der ist ja jetzt um diese Zeit, nicht auf dem Balkon hier die Sterne angucken. Nee, geh mal hier. Was ja, Mädels, los? Ich hau schon wieder ab. Pete ist ja in der, was ist da wieder der Ausgang? Ich muss woanders hin. In dem Kerker da. Ich muss mal gucken, wo das nun genau ist. Ich melde mich wieder. So, ich bin in diesem Bereich. Aber hier ist wieder so einer, der mir. Ach, Straßenräuber, ja. Ab und zu kommen die Straßenräuber mal an hier. Die werden wohl immer neu gespawnt, oder was? Oh, hat mir aber nicht viel ausgemacht hier. Ja, sorry. Da denkst du irgendwie, jo, kannst ja ganz ruhig hin, aber die Straßenräuber sind noch nicht alle eliminiert. Das heißt, ich dachte zuerst, die hätten ihr Zentrum in den Katakomben, aber da ist ja der bei Docha. So, wo ist jetzt nochmal bei dieser Dunkelheit? Ich sehe auch nichts. Ah, hier genau. Hier, da ist ja genau richtig. Da konnte ich von hier reingucken und da war jemand drinnen. Dann gehen wir doch mal hier rum. Ne, die kommen von der anderen Seite. Soll ich mal eine Nacht schlafen? Nein, doch. Genau. Nasse Tierhaut aufhängen. Habe ich noch nasse Tierhaut? Das wäre natürlich cool. Bleib dort da nicht hängen, Roland. Mal lieber hier rein. So, oh, Sklavenwache. Da liegt schon jemand. Okay. Okay. Oder ist Pete hier noch drinne? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, absolut. Gehen wir jetzt mal hier rein. So. Gucken, wie hier noch alles liegt. Da ist es. Hier liegt Sklave und das dürfte hier Pete sein. Genau richtig. Pete, aufwachen! Informationen! Verdammt! Was ist los? Ja, Pete, pass auf. Kennwort anwenden. Mhm. Aufsagen wäre besser. Die Königin der Wüste sendet mich zu dir. Dann teile mir mit, was sie begehrt. Sagst du mir jetzt, wo sich die Nomaden befinden? Ja, denn nun kann ich dir trauen. Du wirst nicht meine Freunde an die Assassinen verraten. Hinter der großen Oase musst du durch die Wüste wandern, bis du zu dem großen Turm der Assassinen, dem Belia-Turm, kommst. Die Nomaden halten sich irgendwo dahinter in einer kleineren Oase auf. Gut, an wen muss ich mich wenden? Bring unsere Freunde zu einem gewissen Haram. Der hilft ihnen dann weiter. Ui, nicht schlafen, ich will noch mehr Infos haben, falls du noch welche hast. Verdammt! Haram, okay, nee, das machen wir. Also, Haram. Haram, Haram, Haram. Speichere ich mal. Dann gucken wir mal ins Logbuch, ne? Gucken wir uns die Rettung der Sklaven an. Ich habe mich endgültig dazu entschlossen, den Sklaven zu helfen. Aber sonst.
und sie zu den Nomaden zu bringen, die sich hinter dem Beliaturm in einen kleinen Oase aufhalten. Ja, das wissen wir, wo das ist. Mein Ansprechvater ist dort ein gewisser Haram. Am besten rede ich aber erstmal wieder mit den geflohenen Sklaven. Am besten fange ich mit Spike an. Wo war der da nochmal? Geh erstmal wieder zurück zu Tamara. Jetzt hat sich irgendwas getan. Es sind sämtliche Waffen gezogen worden. Gott. Noch ein Straßenräuber. Oh. Oh. What's the matter hier mit dem Straßenräuber? Die werden ja immer besser. Immer widerstandskräftiger. Ach du liebes Läuschen. Oh. Hau ab. Ja, shit. Manometer. Das waren aber viele. So, jetzt weiß ich auch warum. Weil in einem Questeintrag stand nämlich, dass die Straßenräuber sich so da in diesem Gegend, in der Gegend von den Händlern, wie heißen sie nochmal, Othello und Osiris befinden. Also, ich stehe jetzt direkt davor. Deswegen kamen die hier mal einfach mal so aus dem Hinterhalt. Gucken wir mal. Da stehen sie nämlich. Da stehen einfach diese Backerluten. So. Glaube ich, muss irgendwie anders umnieten. Und zwar mit einem besseren. Naja, gehen wir mal Giftpfeil. Kann ich das noch machen? So viel habe ich gar nicht. Ja, genau, mit Giftpfeile. Ich glaube, da habe ich noch genug, ne? Mal eben nach. Genau, 50 Giftpfeile. So, speichern wir lieber mal ab. Dann gucken wir mal, ob sie. Da unten ist auch noch einer hier. Der befindet sich aber unten. Okay, der ist ziemlich weit nah dran. Mal gucken, ob er da eventuell. Shit, nicht. Zu tief. Da bin ich irgendwie zu tief. Da ist Leo, der schlägt. Ah. Okay. Schläge einstecken und du bist auch noch da. Shit. Okay, dann versuche ich es nochmal. Wo kam er denn her? Kam er hier unten raus? Das sah so aus. Ach, hier ums Eck kam er raus. Da ist er. Nein, nicht Ziege und Ziegenbock. So. Gucken wir mal. Dann würden die wohl aus der gleichen Richtung kommen. Treffe ich ihn denn nicht, oder was? Doch, ich treffe ihn. Ah, so ist das. Na los, komm raus. Der bleibt erstmal eingesperrt. Ha! Ah, verballer meine Pfeile, ey, das ist nicht gut. Aber dafür ist er schon mal hier beschäftigt mit sich selber. Ach, da hinten ist er! Straßenräuber ist halt. So, dann steht da oben noch einer. Speichern. So, dann gucken wir mal, ob wir den hier direkt kriegen. Oder auch nicht so ganz direkt. Also da kommt mein Pfeil nicht hin. Müssen wir warten, bis er kommt. Und kann ich den schon treffen? Ja. Ja, wunderbar. Ah. Okay, weg ist er. So, einen Questeintrag über Straßenräuber habe ich nicht bekommen. Kann sein, dass es noch mehr gibt. Dann lasst uns mal gucken, um welche Uhrzeit das alles. Ah, hier, so gegen 2:30. 2:30 herum war das. Gut. Falls es zum Nahkampf kommt. Aha. Vorsicht ist die Mutter in der Amphorenflasche. Die besteht ja auch aus Porzellan. Ja, mehr gesagt Steingut. Wer bist du? Okay, du bist ein Elite-Assassin. Wieso hast du nichts mitgekriegt, dass hier Straßenräuber sind? Dann gehen wir erstmal zu den Ständen hier hin.
Nicht zu plündern. Ja, ist klar. Nee, wir sind erstmal hier bereinigt. Na, vielleicht kommen wir irgendwie in anderen Nächten noch welche rum. Ich werde mich jetzt nochmal zu Tamara fetzen, um mich zu vergewissern, ob sie noch... Scheiße! Ich glaub's nicht, ich hab wieder Waffen gehört. Das gibt's doch nicht, Leute. Das war es doch noch nicht. Mist. Wo sind sie? Ah ja, toll. Okay. Der ist weg. Also es gibt noch mehr da hinten. Oh Mann. Ja, mir ist nämlich aufgefallen. Das werde ich euch mal gleich erzählen. Ich habe mich ein bisschen verbaselt in der Zeit. Sind jetzt ungefähr so bei 42 Minuten. Ich mache noch drei Minuten dazu und dann haben wir 45 Minuten. Sehen das als Special an und wegen meinem Strike, da konnte ich ja nicht senden, müsste dann eigentlich dann die der Freitag gewesen sein, wo hätte dann die Folge hätte laufen müssen. Aber mal schauen mal, hier noch mehr Straßenräuber sein sollten. Einer war noch da. Na. Übel. Da muss ich hier noch so eine Straßengänge erledigen. Ha. Hammer. Ich habe mehrere gehört. So, hier haben wir ja wieder die Stände. Hier oben irgendwo. Ja, da bin ich mal kreis gelaufen. Dünn halt. Gehen wir mal hier rum. So, Fall. Nee, hört sich nicht danach an. Okay, hier ist niemand mehr. Oder die verbarrikadieren sich noch in den Häusern. Kann ich euch leider nicht sagen. Schauen wir mal, ist hier noch irgendwo wer? Nein. Was, Adept? Okay, gut, okay, gucken wir mal nach Tamara. Puh. Wenn die denn noch hier ist. Hallo Tamara, aufwachen. Du schläfst verdammt, ja immer. Was ist los? Gut. Ah. Nee, okay. Bis dahin, liebe Leute. ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dann ist klar, dass ich dann die Sklaven in der nächsten Folge dann befreien werde. So wie ich es ja auch immer ursprünglich vorgehabt hatte. Sorry. Schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer David.